In der Reihe der Ambulation und Linie interviewe ich jetzt den Dietmar Muchitsch. Diesen hier. Wenn er kommt. Hallo Dietmar. Du bist jetzt seit wann bei uns in der Menagerie? Oh, hilf mir, bei Datum bin ich ganz schlecht. September, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Zeit vergeht schnell, gell? Allerdings. Wie taugt es dir? Super ist es. Ja? Ja. Was gefällt dir besonders? Ich habe so viel Neues kennengelernt. Ich habe nicht gewusst, was da am Lendplatz überhaupt abgeht. Und finde es jetzt irrsinnig toll, dass ich da dabei sein kann. Ich lerne Leute kennen, andere Unternehmen, Unternehmer. Du hast zuerst von zu Hause aus gearbeitet, stimmt? Genau. Also nicht mein ganzes Leben. Nein, aber halt jetzt eine Zeit. Ja. Mit deiner Firma. Ja. Erzähl ein bisschen. Die Cloud Thinking ist eine Beratungsagentur. Ich versuche Unternehmen den Zugang zu den sozialen Medien zu erleichtern. Also deine Haupttätigkeit ist wirklich jetzt Facebook, Twitter und Co.? Das ist nicht meine Haupttätigkeit. Also wir sind eine Kommunikationsagentur. Mhm. Wir kommen eigentlich aus dem klassischen Bereich. Aber wir haben uns jetzt durchaus mit den letzten Aufträgen sehr spezialisiert in Richtung soziale Medien. Wer ist wir? Das ist jetzt unter anderem der Nico Schweinzer, mit dem ich da einige Projekte heuer gemacht habe und was viel Spaß gemacht hat. Außerdem habe ich eine Redakteurin, die sowohl in den Kundenblogs als auch für unseren eigenen Blog Texte macht. Ja, das ist im Grunde mal wir. Wie viele Stunden arbeitest du da pro Tag? Oh, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich schätze mal so im Durchschnitt 8-9. Also normal. Hört das auf dann, wenn du nach Hause gehst, oder geht das dann noch weiter? Oh nein. Also das ist gerade in dem Themenumfeld, in dem ich mich bewege, man ist ständig online. Ich krieg am Wochenende Kundenzuschriften, die schreiben mir über Facebook, die nutzen die Plattformen alle, die wir ihnen zeigen. Und da muss man halt auch antworten. Und du musst auch selbst wahrscheinlich viel online sein, nehme ich an? Ja, schon, ein Muss. Ich bin es eigentlich ganz gern. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Das ist eine gute Frage. Das ist wie vieles im Leben eigentlich so gekommen. Also ich komme ja aus dem klassischen Marketingbereich, habe mich vorher stark mit EDV beschäftigt und aus dem heraus hat sich dann eigentlich die Geschichte mit Social Media jetzt entwickelt. Das heißt, ich habe 10 Jahre war ich Geschäftsführer von einem Callcenter hier in Graz und da hat man mit dem direkten Kundenkontakt zu tun. Da ist Dialog das Wichtigste. Außerdem lernt man natürlich viel über Marketing. Und durch meine Vergangenheit im Bereich der digitalen Medien und Netzwerken und Computer war einfach schon immer mein Thema, hat sich das jetzt ganz gut zusammengefügt, weil die sozialen Medien für mich ein Zusammenschluss dieser beiden Themen sind. Da geht es um Kommunikation, da geht es um direkte Kommunikation mit dem Kunden, da geht es auch um den Mut, sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Ich denke, das habe ich sehr gut lernen können im Callcenter, weil da geht es auch genau darum, nämlich den Mut, den Kunden anzusprechen. Wobei ich jetzt da gar nicht so sehr auf der werblichen Schiene unterwegs bin, ganz im Gegenteil. Aber man lernt halt sehr viel dabei. Und Unternehmen wollen nach wie vor Geld verdienen, das auch mit ihrer Arbeit im Online-Bereich. Und das ist eine spannende Aufgabe, ihnen das jetzt in diesen neuen Medien beizubringen. Mit was für Anliegen tritt jetzt zum Beispiel ein Kunde an dich heran? Nur um das einmal zu mir vorstellen zu können. Naja, es ist schon dieser viel diskutierte Weg, nämlich der des da gibt es die sozialen Medien und wir haben gehört, da müssen wir auch dabei sein. Das hört man sehr oft, ja. Aha, das heißt, die wollen grundsätzlich einmal dabei sein. Gar nicht einmal so sehr jetzt in eine bestimmte Richtung, sondern genau. Also es ist einfach mal, wie können wir teilnehmen als Firma? Ja. Meine Erfahrung ist, dass Unternehmen ja jetzt nicht unbedingt die Zeit haben, sich mit den vielen neuen Strömungen, die es da gibt, jetzt intensiv auseinanderzusetzen. Deren Kernthema ist meist irgendwas ganz, ganz anderes. Und
Zum Beispiel? Ja, Industrie, beschäftigt sich mit Industriethemen, Dienstleistungssektor macht irgendwelche Dienstleistungen, aber so wie wir uns jeden Tag mit dieser Thematik beschäftigen, mit den sozialen Medien, das tut ja kaum wer. Das heißt, die haben natürlich auch kaum ein Gefühl dafür. Sie bekommen nur, lustigerweise jetzt auch wieder über die klassischen Medien, zu hören, dass es da was gibt, dass sich da irrsinnig viel tut. Vielleicht bekommen sie das auch durch ihren eigenen privaten Zugang mit und merken, dass sich da was tut. Die Konkurrenz, oder eigentlich? Ja, das ist auch ein Faktor, auf jeden Fall. Genau. Was würdest du kleinen Unternehmern, so wie welcher wie ich, eine wie ich bin, eine Unternehmerin, raten, wie sie mit dem Social Media umgehen sollen? In einer Kurzfassung. Ja, das ist schwierig. Also zuerst einmal ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich einmal Gedanken darüber macht, ob man bereit ist, wirklich zu kommunizieren. Weil das bedeutet, es ist nicht ein weiteres Medium, wo man Werbebotschaften abstellt, sondern da geht es wirklich um den direkten Kontakt, die direkte Auseinandersetzung, dem echten Reden. Wenn einem das liegt, dir liegt das weiß ich, dann passt das. Zum anderen muss man ein Produkt haben, das was zu erzählen hat. Wenn man nichts zu erzählen hat, ist man dort auch nicht gut aufgehoben. Und dann wird man es auch nicht erreichen, dass die Leute Inhalte von deiner Seite teilen. Und darum geht es ja, du willst ja Kommunikation erwecken. Also es ist am Anfang ist es einmal viel, viel recherchieren, schauen, analysieren. Und erst dann in weiterer Folge kann man dazu übergehen zu schauen, welche Medien sind die richtigen, wie tritt man dort auf, gibt es ein Budget, was kann man mit dem Budget optimalerweise tun, wie erreicht man Viralität mit gewissen Botschaften, wie viel, ganz wichtiger Faktor, wie viel ist das bereit, ist das Unternehmen bereit, innerhalb des eigenen Unternehmens an Manpower einzusetzen? Weil es braucht viel Aufwand, gell? Es braucht wirklich Aufwand. Und was ich heuer festgestellt habe ist und was ich unbedingt im nächsten Jahr verändern möchte, ist, dass diese beratende Tätigkeit, die wir da haben, die ist immer begrenzt. Wir machen das 3 Monate, 6 Monate, vielleicht sogar ein Jahr, was schon toll ist. Trotzdem ist es so, dass wir Unternehmen danach wieder verlassen. Und was wir feststellen ist, dass die Zusammenarbeit fast euphorisch verläuft und danach ebbt es dann ganz schnell ab. Jetzt bin ich daran, eine Idee zu entwickeln, wie ich diese Kundenverbindung so lange halten kann, dass der Kunde sich weiterhin betreut fühlen kann, ohne dass er einen hohen Aufwand hat mit meiner beratenden Tätigkeit und trotzdem auch immer wieder von mir angestoßen wird, etwas zu tun in diesem Medienbereich und nicht nur angestoßen wird, sondern auch Ideen geliefert kriegt, praktische Beispiele, dass da eine Verbindung bleibt, dass am Ende die Kunden wirklich zufrieden sind. Und das ist die große Herausforderung, das möchte ich 2012 machen. Okay, dann passt. Danke schön. Danke dir. Sein. Wobei ich habe auch junge Familie, das heißt, das ist da gar nicht so einfach. Junge Familie heißt vor allem einen kleinen Sohn und da ist halt nicht viel Zeit, auch am Wochenende nicht, um jetzt wirklich nur faul rumzulegen, sondern der braucht dann Beschäftigung. Das merke ich schon. Aber das mit dem Thema Faulheit, das ist ja auch eine Beurteilung von außen. Faulheit gibt es ja eigentlich gar nicht. Es ist nur ein Zustand, in dem du dich gerade befindest, aber davon gibt es viele und keiner ist besser oder schlechter. Nur wenn jemand von außen den betrachtet und dann meint, das wäre jetzt faul, dann wird es so betitelt. Aber in Wirklichkeit ist das Entspannung, Nachdenken, Energie holen, solche Dinge. Aber was ist, jetzt möchte ich nur nachfragen, was ist mit, es gibt ja auch so eine lähmende Faulheit. Lähmende. Also jetzt um das einmal, ich finde deine Aussage sehr gut, weil das bin ich ja eigentlich aus. Aber es gibt doch definitiv eine Faulheit, die irgendwie wirklich nicht angenehm ist. Kennst du das? Eine lähmende Faulheit. Für dich selber jetzt, wenn du faul bist. Einen selbst, ja. Also eine, die nicht produktiv ist oder entspannend, sondern auch, es gibt schon auch wirklich das Negative. Habe ich jetzt gelernt im Zuge meiner Interviews. Sowas wie eine Stagnation oder eine Lähmung quasi. Genau, wo man vielleicht gerade steckt. Ja, ich meine, das ist auch so ein Gegenwartsthema. Das läuft aber dann schon in Richtung Burnout, denke ich. Ja. Also wenn du schon gar nicht mehr kannst. Also das ist ja so ein Rhythmus.
Und den gibt es. Und den empfindet man selber auch als natürlich. Also da bist du am Wochenende bist faul und in der Woche arbeitest. Manchmal kannst du auch unter der Woche nicht arbeiten. Das ist dann so ein Zeichen, dann brauchst du Urlaub. Dann machst du Urlaub, wenn das alles hinhaut. Habe ich auch schon lange gemacht. Aber wenn das funktioniert und dann bist du wieder voller Energie. Und wenn du aber merkst, dass das dann auch nie mehr Energie liefert, dann hast du wahrscheinlich ein Problem mit Burnout.